Sommerkind hat ihre Tage gehabt. Alles klar. Die war bockig. Und ich wundere mich, warum solche Map-Erbauerinnen sich nicht mehr bei uns blicken lassen. Alter, wer so bauen kann, ne, dem gehören auch ordentlich die Nüsse poliert. Ohne Scheiß, also der MG, der war sowas von smooth. Junge, Junge. Nein! Nein, okay, jetzt kommt eine Stelle, die ist so ein bisschen meine Kryptonite. Prilein versteht mich. Ist ja nicht umsonst der beste Map-Erbauer. Oh, was ein Schleimer. Ohne Scheiß, nehmt euch ein Zimmer. Das ist ja widerlich. Ey, Mann, und das ist... Oh, Abflip verkackt, Junge. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Runde Let's Play GTA 5 Online. Ich bin wieder zu Gast beim Anime-Fan. Gezockt wird die PX-Reihe. Mit auf dem TS haben wir noch Ramba und Pizza. Müsste irgendwann auch dazu kommen. Hallo, Leute. Hallöchen und weiter geht's. Moin. Ramba. Unten lang? Okay. Einer fährt oben lang. Schau. Das hat man aber schon gesehen, dass man nach unten muss, ne? Nein. Okay, diesen nassen Typ, wie soll man. Ja, wie soll man auf nassen Typ denn sich den drehen? Ja. Nach wie vor, ich komme schon einfach vor, sage ich jetzt zum dritten Mal, weil es halt heute die dritte PX-Aufnahme ist. Halloween-Zeit in GTA bedeutet Kackwetterzeit und folglich sind die Strecken am Anfang nass. Feucht wie ein. Nein, so wird's nicht. Oh Mann! Ey, man kann sich echt fast nicht. Okay, gleich in die Minute um. Puh. So, Konzentration. Ein Milch wird trocken. Na ja, wunderbar. Dann dürfte es jetzt hoffentlich klappen. Ey, ich krieg die Drehung. Nein, okay, ja. Aber noch besser. Ich krieg meine Drehung noch nicht ganz hin, aber jetzt müsste es. Aber ist auch ein längerer Tube, oder? Das waren 9 Felder. Ja. Oder hab ich mich jetzt verzählt? Hui! Lol, Ramba. Hat Ramba geil verkackt? Nee. Der ist ziemlich mit Knallgasse mir vorbeigeedet, der Mann. Ich hab mich ja zu spät gedreht. Schlechter Einfluss von Lukas. Oh nein, ganz unten! Ich wusste nicht, wo ich raus muss. Ich hab mich jetzt zu. Oh. Oh, da kann man was entgegen, okay. Ja, also Grip-Unterschied, man merkt ihn eindeutig, ne? Also trockene Fahrbahn zu nasser Fahrbahn ist ein Unterschied. Also jetzt war die Drehung gar kein Problem. Bei mir auch nicht, ich habe mich zu früh gedreht und direkt hat ein Brett eingebaut. Küsschen, Magazin. Da haben wir ihn. Schön. Ja, ich guck dir das an, den Grip-Unterschied beim trockenen Nieb hier, yay. Okay, noch ein Sommerkind. Da kommt die kleine Ente. Nein! Nein. Das Sommerkind hat ihre Tage gehabt. Alles klar. Die war bockig. Und ich wundere mich, warum solche Map-Erbauerinnen sich nicht mehr bei uns blicken lassen. Lebt sie überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht mehr. Weil dein Glitchometer ist mal wieder da. Ey, nein. Ich hab verkackt. Ey, ich krieg das mit dem... Oh, mehr Tippel noch was. Schätze, was ich... Das war so geplant, Freunde. Das war, Kind, das war so geplant. Jetzt ist die Frage nur, wohin müssen wir? Also erstmal zur Hochsicht zurückdrehen, das habe ich ja verstanden. Bis zum Start wieder zurück und dann eine Micha ziehen. Ey, warum ist da so ein scheiß Brett drin? Micha, da bin ich gerade, Tatsache. Das Brett ist da, um... Ja, weiß ich nicht. Ja, einfach so. Um zu triggern. Nee, damit du vielleicht den Cooler nimmst. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, jetzt hier lang. Ich gebe die Schuld. Ey, ich hab vom Punkt verkackt. Viel einfacher, wenn ich aus der Spirale auskomme, muss ich sagen.
Weil dann müsste ich mal den Winkel hast. Ich finde das ja nicht so. Ich bin mal gleich mal gespannt. Vorbeigehen, hä? Warum stelle ich mich denn da so doof an? Ach, so, scheiße, ich muss respawnen. Punkt. Oh, du hast respawned, Ramba. Ey, der kriegt mir ja die Drehung hin und dann ist da dieses Brett im Weg. Das ist Schwanz. Ja, dann fährst du aber die Drehung nicht gut, ne? So, ich fahr sehr früh die an, das ist das Problem. Ja. Ich müsste die später anfahren. Also, ja, sowieso. Die setzt man doch eigentlich relativ spät an, oder bin ich da jetzt? Zumindest bei den unten fährst, oben kann man die auch früher ansetzen. Alter, wer so bauen kann, ne? Dem gehören auch ordentlich die Nüsse poliert. Ohne Scheiß. Also der MG, der war sowas von smooth. Junge, Junge. Und der Junge setzt die Blöcke alle einzeln und macht sich das Leben nicht so einfach wie wir mit Vorlage. Alles einzeln? Ja, moin. Ja. Und wie viel Grad wird denn das dann immer gedreht? Kommt drauf an, wie glatt du das haben möchtest. Naja, glatt wie Babypopo. Zum Beispiel. Dann 0,2 Grad. Alter, ja. Okay. Dass du tippen musst ohne Ende, um dran zu bleiben. Die meisten sind meistens nur im 5 Grad Winkel, oder? Magazin! Guten Hunger! Schade. Da hat der Gewälsch quittet. Also ich krieg diese Drehung da oben nicht hin ohne Speed. Ja, wo fängst du an hochzufahren? Erst in der Tube oder schon vorher? Ne, vorher fang ich schon an. Ja. Aber wenn ich zu früh hochziehe, vorher dann treffe ich immer die Wand. Ich bin immer bis zum Rand in etwa. Oh, oh. Nee, also nee, das ist Schrott. Anime ist wieder salzig. Ja, das ist... Ein bisschen später hochziehen, ein bisschen später. Gib mir das aus einer Spirale raus oder halt mit Speed, dann würde ich sagen, geiles Ding, ansonsten. Weil ich krieg einfach... Oh, ich drehe das mal rum. Ich wusste es. Oh, also ab und zu kannst du echt die Maps geil lesen, ne, also... Ja, wenn, vor allem wenn du mehr Map hast, die du häufiger spielst, dann kannst du die lesen. Ich weiß genau, wie die denken werden. Ja, aber da wüsste ich jetzt nicht genau, also wer das jetzt ist, weiß ich nicht. Was für ein Schwanz baut Edwards hier ein? Oh! Ah, da sind... Ui. Und wie ich die Eins verdient habe, Cosinus. Oh, jetzt mal nicht frech hier. Jetzt kommt aber... Jasmin ist wieder und sagt, na, ihr kurz trotzdem, was geht. Die meint damit hier nicht Ares. Ey, aber was? Ich hab verkackt. Was? Die hat mich natürlich Kotzbrocken genannt. Also im Chat steht ihr Kotzbrocken. Ich weiß, mein Ego ist teilweise ziemlich groß und so, ne? Und nicht nur der, aber... Nicht nur dein das, Ego meine ich. Dein Ego ist fett wie Endres Hintern. Ja gut, quadratisch praktisch gut. Aber ein ihr ist Plural, mein Freund. Ja, okay, also sie meint Ramba und ich. Ach so, okay. Na dann. Hm. Also ich fühle mich jetzt gemächelt. Oh! Wieder hier abhebt! Okay, wie soll ich die Kurve denn nehmen? Hallöchen, der Kühlschrank! Fahr die Kurve von oben an. Nein, okay. Jetzt kommt eine Stelle, die ist so ein bisschen meine Kryptonite. Hallo. Oh, ich bin gespannt, was Kryptonite für Ente ist. Ja. Bist du auch in einer Stunde da? Ich bin schon vor dir. Oh, Schuh mit Rage Quit. Schuh auch mit Rage Quit. Alle am Rage Quit. Ein erster Platz absolut verdient für Ares. Der gerade beim Punkt 12 von 21 ist. Oh Mann. Okay, das Gas losgelassen. Das war, glaube ich, eine clevere Idee. Ich hoffe, ich der Bumper, der funktioniert einwandfrei. Ne? Das ist so. Oh, geht mir schon so ein bisschen einer ab. Mal ganz ehrlich sagen. Das ist schon wieder Qualität. Das Spiel greift nicht! Fick dich doch, schlechter Bumper. Du bist ein Ticken zu hoch über den Speed. Ja, aber warum macht man den Speed nicht über die ganze Bumper? Warum bin ich zu inkompetent? Damit du fahren kannst? Genau dafür. Das ist für eine B-Note für Squidex. Oder Skrillex? Skrillex, ja. Set Skrillex steht da. Voller Musiker. Man muss wenigstens nicht die Farben, die wir für den letzten Maps gewohnt sind. Ja, das muss ich mir mal merken. Sollte ich irgendwann wieder eine Map bauen?
wie er da mit dem Speed und dem Bumper arbeitet. Das ist ja... Oh. Also ab und zu kann ich mich auch echt über die kleinen Dinge im Leben freuen. Ich würde sagen, das ist auch schon eine Schwierigkeit in dem Punkt hier. Für Envis ist gerade Auswand die Schwierigkeit. Entschuldigung. Oh Mann, ey, ich komme so in die Hölle. Was soll denn das, Aris? Das musst du wieder rausschneiden. Nee, drin lassen. Nee, ich verkacke eh den Troy, also von daher. Mich stört es halt, dass du der MC ganz an. Nee, ich verkacke natürlich den Punkt nicht! Deine Mutter! Alter, Aris respawn, Junge! Nein! Geil! Oh Mann! Oh. Ich glaube, da bin ich mir mit Drama nicht einig. Für mich ist ein MC am Ende des Punktes nicht nett. Naja, du musst das so sehen. Vor allem sehen, für Leute, die damit Probleme haben. Überleg mal, du fährst die ganze Zeit, was ist der Punkt, sag mal 3 Minuten. Und dann hast du ein Element, was du nicht schanzt. Oder Ramba? Muss auch so ja, sehen. Ja, aber die Schwierigkeit ist wirklich nur die beiden Schmutzigen mit dem MC-Flip. Also ja, dann gibt der ja. Rest ist nichts. Ja, aber wenn du das auf Rücke siehst, das ist am Anfang des Punktes, dann würde ich sagen, okay. Aber am Ende eines Punktes. Weil du fährst ja, ich fahre jetzt gerade los, wir müssen halt. Oh, so clean! So clean! So, dann oben bleiben. Mach mal. Oh! Da habe ich jetzt ein bisschen Skill gehabt. Wollte gerade Lachs sagen. Glück! Nein. War Marvin wieder in dir drin? Nein. Oh, ich bin wieder da. Baby. Hallo. Ich fahr doch mal los. Wir sollten mal 4 Minuten definieren in der Pizza. Nein. 4 Minuten kann ich dir sehr gut definieren. 320 Sekunden. Hatte ich nicht schiedsicher gebaut, Jeff, kann das sein? Falsch, glaube ich, ne? Nein, ich muss alles neu fahren. Ich würde sagen, ich kann da theoretisch da rausspringen vor dem ersten Schmutzigen, oder? Bin ich jetzt. Könnte man ja. Aber dafür braucht man ja auch erstmal Skill. Okay. Also Challenge accepted. Easy, Freunde. Machen wir uns da bei dir jetzt keine Sorgen. Alter, heute Shots on Fire. So, dann einmal hier. Okay, noch ein bisschen früher raus, okay. Ich habe den einen Sommerkind da gerade ziemlich krass verkackt und jetzt habe ich den Flip verkackt. Plus 1, Frieden, da bin ich auf deiner Meinung. Jetzt hast du auf dem Hinweg einen breiter gemacht und auf, beim anderen kannst du es ruhig auf einer lassen, weil das ja der erste Punkt quasi gesehen ist auf dem Weg. Wenn ich sage, okay, wunderbar. Frieden versteht mich. Ist halt nicht umsonst der beste Mapbauer. Oh, was ein Schleimer. Ohne Scheiß, nehmt euch ins Zimmer. Das ist ja widerlich. Ey, Mann, und jetzt. Oh, Abflip verkackt, Junge. Und Frieda, mit deinem positiven Ego habe ich den Punkt geschafft. Danke dir, Frieda, mein Freund. Ja, musst du jetzt erstmal ja auch den Kack wieder zurück, ne? Ja, wie gesagt, jetzt habe ich kein Problem mit. Das ist das erste Element. Ach, das hat mich nur gestört. Du fährst. Ja, da lassen die Punkte nur eine Minute lang sein. Fährst eine Minute und dann, ja. Ja, der Punkt kommt dir halt nur so lange vor, weil du erstmal mit einer Spirale hochfährst. Also, hier, das ist aber eine Minute, ja. Der Punkt. Habe ich auch auf die Zeit geachtet. Ja. Aber eine Spirale kannst du nicht als. Jetzt ja, aber viele sehen, so. Haben trotzdem. Nehmen wir jetzt, wenn wir eines als Beispiel. Probleme da allein schon die Koralle zu ziehen. Das heißt, Endes wird 50% der 30 mindestens da schon verkacken, Ramba. Man schafft das einmal und dann kommt dann die Stelle. Ja, aber Anime, du darfst das jetzt nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage. Aber Project X richtet sich nicht nach dem Skill von bestimmten Personen. Project X ist ein Projekt, was leichte bis mittelschwere Maps hat. Und da können wir nicht Rücksicht auf einzelne Personen. Sehe ich ja genauso, aber halt, Friedland sieht es auch so. Da hätte auf dem Hinweg vielleicht doppelt bauen können. Im Doppelten auf dem Rückweg ist es ja angenehmer. Also ich höre gerade nur ein gewaltiges Mimimi und so. Schon ein bisschen. Weil ich habe an der Map 0 auszusetzen. Ich finde Tatsache, wie du es gerade gesagt hast, so mittelschwer und so. Ja, das wäre mein einziger Kritikpunkt, bis es an dieser Map gewesen. Nein! Ich hab vor... Ach, da vorne kommt das Ziel.
Ich habe eiskalt den letzten Sommercamp-Wechsel verkackt. Ach, das ich auch. Ich war genau hinter dir. Oh, nein. Habe ich Freitag auch. Viermal nur. Ja, du fährst dahin. Du rechnest in dem Moment ja nicht damit. Nee, hey, ich habe da schon jetzt zweimal verkackt. Weil der Winkel, der ist da doch... Ach, Mist, den Try kann ich, glaube ich, abglatten, oder? Aber sowas von. Ey, ich brauche einen Kotze-Emote. Ja. Die Überlegung ist Tatsache da. Das Problem ist, ich habe keine Emotes dazu. Gummibären. Oh, ich bin langsam geworden. Ah, ich bin halt kein Partner. Als Partner habe ich da viel mehr Möglichkeiten. Ja, dann einmal richtig geile Aktion und dann wupp. Das ist aber zwei. Auch ein heftiger Weg. Ja. Also das ist nicht mal eben so. Da brauchst du schon wirklich deine konstanten 100 Zuschauer, sage ich mal, damit du mindestens auf den Durchschnitt von 75 kommst. Und ja, selbst dann haben's. Ist es ja nicht mal safe, nee. Dass du überhaupt aufgenommen wirst. Nee, musst du eine Bewerbung schreiben. Aber ja, das sollte... kann halt auch abgelehnt werden, ne? Ja, ja, klar. Ey, und Nummer 3, verkackt. Ich kotze. Komm, das schaffst du jetzt. Ja, ich hab's. So, jetzt einmal hier lang. Und da vorne kommt die Plattform. Ah, der Sprung. Okay, aber kein schlimmer Sprung. Ups, Konzentration. Jetzt nochmal einen schmutzigen. Wunderbar. So, jetzt Konzentration, was gerade fehlt nach oben. Dann das. Und dann kommt dieser Sommerkind. Ihr habt von hier ja eine gute Sicht, ne? Ui, konnichiwa! Gesundheit! Hallöchen, Ruhrpott, Lucius! Lucius Malfoy. Ach, keiner mag den Mann. Guter Schauspieler. Ja, guter Schauspieler. Du bist ein guter Schauspieler, wenn du irgendeine Rolle aufgehst, wo dich keiner mag. Hm. Ah, Pizza. Schaffst du noch. Schaffst du noch. So. Nein, ich bin viel zu hoch rausgekommen. Ach, verdammt. Sah geil aus. Ja. Gut, und mit diesem wunderbaren Abflug, Ladies and Gentlemen, verabschiede ich mich aus einer Episode. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, wäre ein Träumchen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr die Map zum selber zocken, Partner Instagaming, Triebwerk, den Merch und alles weitere. Ja, lasst ein bisschen Liebe da, ein bisschen Support, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sein Schimmelöl. Und noch einen wunderschönen Tag, haut rein, macht's gut und ciao.